Sehr nice. Der erste Araber. Alter, wie geil ist das denn? Junge, what the fuck? Und da bin ich halt herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich in einer ganz ungewohnten Umgebung und auch mit ganz komisch gekämmtem Haar. Ich bin in Frankreich und zwar genauer gesagt zwischen Port Grimaud ist eigentlich hier. Also eigentlich bin ich in Port Grimaud und ich bin hier im Urlaub mit meinem Vater und meinem Bruder. Und hier ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle zum Spotten, weil hier so eine große Straße ist, die direkt nach Saint-Tropez führt. Deswegen ist hier eigentlich viel Verkehr. Die ganzen Reichen, die nach Saint-Tropez wollen und die nach Port Grimaud wollen, die fahren hier alle vorbei. Es regnet ein bisschen, das ist ein bisschen scheiße. Aber ich habe mir eine Bushaltestelle gesucht, hier spotte ich jetzt. Ich habe das Mikro vergessen im Apartment. Aber wir machen einfach das Beste draus, auch wenn es ein bisschen laut ist hier. Ich wünsche euch viel Spaß. Der Vlog wird wahrscheinlich mehr als den heutigen Tag beinhalten, weil ich wahrscheinlich noch ein oder zwei andere Male hier mit Kamera spotten sein werde in der Stadt. Aber das schaue ich alles. Jetzt geht's erstmal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Das sind noch mehr als nur die drei. Kommt nämlich gleich noch ein 296. Alle mit Monaco-Kennzeichen. Gleich kommen auch hier da hinten. 296, das waren vier Stück vorhin auch schon. Sonst geht hier aber gar nicht so viel, muss ich sagen. Wie in Kitzbühel. Also ich meine, hier sind Urlaubsorte, hier geht es nach Saint-Tropez zum Beispiel, hier haben wir Port Grimaud, da geht es dann nach Monaco und sonst wohin überall. Dann haben wir hier natürlich einen Kreisverkehr, mit Unterstand in meinem Fall jetzt, es regnet, wie in Kitzbühel auch oft. Und dann hier direkt eine Tankstelle, also die Tankstelle ist direkt am Kreisverkehr. Das kennen wir ja alles. Und auch sehr viele Touristen, die hier durchfahren mit irgendwelchen teuren Autos, auch mehrere zusammen, wie zum Beispiel die Ferrari-Gruppe. Also das bin ich schon irgendwie gewohnt von Kitzbühel. Aber irgendwie geht heute nicht ganz so viel hier. Wahrscheinlich liegt es an der Tageszeit und am Wetter. Denn vorhin habe ich noch total viel gesehen. Als ich vorhin hier schon mal durch den Hafen geschaut habe und so und auch hier die Straße entlang gefahren bin, eben um zum Hafen zu kommen, da habe ich sehr viel gesehen. Aber jetzt, wenn man hier steht und wirklich aktiv spottet, dann irgendwie nicht so. Sehr nice, eine Exclusive
Manufaktur Edition heißt es. Habe ich die ganze Zeit da immer versprochen. Heißt Manufaktur, nicht Manufaktur. Yes, der erste Araber. Ein Dubaier. Versteht ihr? Wegen Du und wegen Bei... Ja, egal, vergesst es einfach. Zoom doch raus. Junge, was ist dein scheiß Problem? Warum zoomst du nicht einfach raus? Yes! Doch noch ein Spot heute hier. Sehr nice. 812 GTS. Denn ein englischer, wie es ausschaut, Scuderia. Nice! Das ist das Highlight heute. Der nächste 812. Sehr nice. Also es kommen inzwischen echt nice Spots, aber der Abstand zwischen den Spots ist echt lang teilweise. Nächste 812 GTS und diesmal sogar einer aus Dubai. Alter. Sehr nice. Ja, dann quasi ein Doppelspot. What the fuck? Alter. What the fuck? What the fuck? Junge, what the fuck? Alter, ich weiß echt nicht. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Alter! Bugatti Veyron! Einfach so! Es regnet immer noch ein bisschen. Bugatti Veyron mit Monaco-Kennzeichen in Port-Grimaud. Also das hätte ich echt nicht erwartet. Junge, what the fuck? Wie geil ist das? Ich komme nicht drauf klar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Junge, ich bin überglücklich gerade. Alter, bin ich froh, dass ich noch nicht gegangen bin. Ich weiß, es ist ein sehr langer Clip gerade, aber ich muss erstmal drauf klarkommen. Ich bin so geflasht gerade. Einfach ein fucking Veyron. Junge, damit ist der erste Urlaubstag hier schon richtig, richtig geil. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin echt sprachlos und begeistert. Und direkt ein GT3 noch kurz nach dem Veyron. Vor allem, was den Spot so geil macht, ist, es ist kein Chiron. Und auch kein irgendeine Sonderedition vom Veyron, sondern es ist einfach ein ganz normaler 16-4 Veyron. Das macht mich einfach so glücklich gerade. Damit hätte ich echt nicht erwartet. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ihr merkt vielleicht, ich zitter immer noch so ein bisschen. Das ist echt krass. Decker hat Veyron GT. Hier steht sogar drauf. Aus Luxemburg. Das finde ich ein nicer Spot. Z8 Alpina mit französischen Kennzeichen.